Kapitel 3 Ich sagte: Hört doch, ihr Häupter Jakobs, ihr Mächtigen von Israel! Müsstet ihr das Recht nicht kennen, die ihr das Gute hasst und das Böse liebt? Ihr zieht den Leuten die Haut ab, ihr zerrt ihnen das Fleisch von den Knochen, ja, ihr fresst das Fleisch meines Volkes, zieht ihnen die Haut ab, zerbrecht ihre Knochen, zerstückelt sie wie Fleisch und werft sie in einen Topf. Dann werdet ihr Jahwe um Hilfe anrufen, doch euch wird er nicht antworten. Er verbirgt sein Gesicht vor euch, denn ihr habt eure Macht missbraucht. So spricht Jahwe über die Propheten, die mein Volk verführen. Haben sie etwas zu beißen, verkünden sie Glück und Erfolg. Steckt man ihnen nichts ins Maul, drohen sie den Untergang an. Darum wird es Nacht für euch und ihr bleibt ohne Vision. Es wird finster werden und keine Wahrsagung geben. Die Sonne geht über den Propheten unter und der Tag wird ihnen schwarz. Die Seher werden enttäuscht, die Wahrsager müssen sich schämen, voll Trauer verhüllen sie den Bart, denn Gottes Antwort bleibt aus. Doch mich hat Jahwe stark gemacht, mich mit seinem Geist erfüllt, mit einem Sinn für das Recht und mit Kraft, um Jakob seine Verbrechen zu zeigen und Israel seine Vergehen. Hört her, ihr Führer der Nachkommen Jakobs, ihr Mächtigen des Hauses Israel. Ihr verabscheut das Recht, macht alles, was gerade ist, krumm. Ihr baut Zion mit Blut, Jerusalem mit Ungerechtigkeit. Seine Führer richten für Geschenke, seine Priester lehren für Bezahlung und seine Propheten wahrsagen für Geld. Und dann berufen sie sich noch auf Jahwe. Ist Jahwe denn nicht unter uns? Was soll uns dann noch passieren? Darum wird Zion ein Trümmerhaufen, wird umgepflügt wie ein Acker, und auf dem Tempelberg wächst Wald. Das geschieht wegen euch.